Sag herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch, schön, dass Sie sich eingewählt haben zum Webcast der Firma Bytec in Zusammenarbeit mit Lenovo. Es geht um Azure Stack HCI und Microsoft Azure. Wir hatten uns vergangene Woche im Webcast, also in dem vorherigen Video oder in dem vorherigen Webcast, um das Thema HCI in Azure Stack HCI gekümmert. Wir haben so einen Azure Stack HCI Cluster aufgesetzt. Wir haben den entsprechend deployed. Und heute geht es uns um die hybriden Dienste, also so diesen zweiten großen Part. Das Ganze ist ja Teil einer Reihe von Webcasts. Angefangen haben wir mit den Neuerungen und Roadmap am 22.06. Am 4.07. ging es um Aufbau des Clusters. Heute geht es um die hybriden Dienste und heute in der Woche geht es noch um GPU-Unterstützung, Remote Desktop Services und Azure Virtual Desktop auf Azure Stack HCI. Eine sehr, sehr spannende Sache. Die Themen, die wir heute geplant haben, sind zunächst mal Azure Arc, ist ganz wichtig für Azure Stack HCI. Wir werden ein bisschen über die Grundlagen sprechen, werden dann Azure Arc mal einrichten, werden dann die Azure Benefits einrichten. Das war auf der offiziellen Agenda nicht drauf, als wir die Ursprünge mal erstellt haben, ist aber ein ganz wichtiger Punkt, habe ich hinzugefügt. Wir werden uns die Azure Arc Resource Bridge anschauen. Wir werden VM Workloads über das Azure Portal deployen, weil das ist ja das Interessante an dieser Hybrid-Konfiguration, dass wir unser On-Premises-Cluster plötzlich über das Azure Portal steuern können. Wir werden uns ein bisschen darüber unterhalten, was gibt es noch für hybride Services und werden etwas über die Roadmap sprechen. Also sprich, was ist da vielleicht seitens Microsoft noch zu erwarten? Wenn es Fragen gibt, gerne die Chat-Funktionalität nutzen. Da, wo ich vorhin schon Feedback gekriegt habe, dass Bild und Ton gut sind, dass da alles passt. Dort könnt ihr mir gerne auch Fragen reinschicken, Kommentare reinschicken. Also einfach dort die Chat-Funktionalität nutzen. Gut, sprechen wir ein bisschen über die Azure Arc-Grundlagen oder überhaupt um das Zusammenspiel mit Azure von Azure Stack HCI und Azure Arc. Bei Azure Arc geht es letztendlich darum, dass Microsoft sagt, und das ist jetzt so ein hochoffizielles Microsoft-Slide, was ich da verwendet habe, dass man das Ziel hat, dass man in Zukunft Azure flexibel nutzen kann. Natürlich in den Azure-Rechenzentren, daher kennen wir auch Azure, daher kommt der Name, aber eben auch in unseren Rechenzentren. Und das ist das, was relativ neu ist, was Azure Stack HCI eigentlich so richtig möglich macht. Wir hatten uns vor 3 Wochen, also beim ersten Termin, über ja, die komplette Azure Stack Produktfamilie unterhalten, wo es ja auch noch ein Azure Stack Hub und ein Azure Stack Edge gibt und wo dieser Hybrid-Ansatz vorher schon gegeben war. Aber Azure Stack HCI ist jetzt, sagen wir mal, der moderne Vertreter dieser Produktfamilie, wo ich in den üblichen Fällen empfehlen würde, auch drauf zu setzen. Also für unser Data Center, für Edge-Szenarien. Nur wenn es in diesen Disconnected-Bereich reingeht, da haben wir so einen Bereich, was aktuell nur mit dem Azure Stack Hub geht. Da hatten wir aber auch im ersten Termin drüber gesprochen, dass der von der Skalierungsgröße eine Nummer größer ist. So ein Azure Stack HCI Cluster kann ja mit einem Knoten starten. Ein Azure Stack Hub besteht immer aus mindestens 4 Knoten mit einem sogenannten Lifecycle Controller. Also Azure Stack HCI ist da viel flexibler. Von einem Knoten bis hin zu 16 Knoten ist da so ziemlich alles möglich. Jetzt geht es bei Azure Arc darum, dass wir natürlich in Azure ein sehr, sehr ausgefeiltes Konzept haben der Bedienbarkeit. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber wenn wir da vielleicht mal ganz kurz drauf schauen, ich nehme hier mal ein Demosystem von mir und wir schauen einfach mal in das Azure-Portal hinein. Dann wird, wenn wir uns mal ganz kurz wegdenken, dass das bei Microsoft im Rechenzentrum läuft, niemand grundsätzlich Kritik an dieser Lösung üben. Also, wenn man es sich technisch anschaut, stecken da immens viele Möglichkeiten drin. Das ist das Interessante und deswegen meinte ich auch, wird man eher keine Kritik dran üben, weil uns Azure sehr viele Möglichkeiten bietet. Also virtuelle Maschinen bereitstellen, Datenbanken, Active Directory, ja, File Storage und so weiter. Alles wunderschön gelöst über dieses Azure Portal, von der Verwaltung her, alles wunderbar handelbar. Aber es ist halt immer im Microsoft-Rechenzentrum. Und naja, das ist etwas, wo der ein oder andere,
die Situation hat, dass er sagt, das möchte ich nicht nutzen, das kann ich nicht nutzen, vielleicht haben wir eine eingeschränkte Bandbreite, vielleicht haben wir entsprechende Latenzen übers Netzwerk, vielleicht haben wir auch Vorbehalte, dass wir sagen, nee, wir möchten es einfach nicht, wir möchten das bei uns haben. Und wenn ich jetzt diesen leistungsfähigen Stack nutzen möchte, mit dem ganzen Thema der Automatisierung, mit dem Ressourcenmanagement und so weiter, dann kommt, sehen wir hier auf der rechten Seite plötzlich Azure Arc ins Spiel. Azure Arc ermöglicht es uns, dass wir uns dort randocken an diese Azure Control Plane und über die sogenannte Azure Arc Enabled Infrastructure in anderen Rechenzentren, in anderen Clouds diese Möglichkeiten auch nutzen und bereitstellen. Und genau das macht Azure Stack HCI. Und zwar hat Azure Stack HCI eine native Integration von Azure Arc, die wir aber einrichten müssen, weil Azure Stack HCI kennt nach der Installation unsere Azure Subscription noch nicht. Die müssen wir dem Ganzen letztendlich mitgeben. Und damit entsteht die Verknüpfung zwischen der Azure Stack HCI-Lösung, die bei uns läuft, wo wir die Hardware haben, wo wir die Hardware erwerben und die wir dann letztendlich mit den Azure Cloud Services konnektieren und zusammenbringen. Und genau das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Das heißt, wir wollen uns in der Live-Demo mal anschauen, wie wir Azure Arc für so ein Azure Stack HCI-Cluster einrichten und wie wir den Status sowohl im Windows Admin Center als auch im Azure Portal prüfen. Dazu wechsle ich in eine Demo-Umgebung rein und wir sind hier in einer Umgebung, wo wir unseren Azure Stack HCI-Cluster haben, den wir das letzte Mal eingerichtet haben. Wer dabei war, der hat das live gesehen. Wer nicht dabei war, kann gerne im Nachgang, es gibt eine Aufzeichnung des Termins, der kann da gerne noch mal reinschauen. Ich sortiere mir das jetzt einfach mal hier ein bisschen zurecht. Und so, da sehen wir. Auf die Maschine wollte ich zugreifen. Das ist mein Windows Admin Center. Und wenn wir uns hier einmal in dem Windows Admin Center vielleicht nochmal auf die Portalseite begeben, dann sehen wir, bei mir gibt es dort mehrere Cluster. Es gibt ein D201 ASHCI CL40. Das ist das, was wir im letzten Termin zusammen konfiguriert haben. Diejenigen, die dabei waren, wissen, dass es ein Zwei-Knoten-Cluster ist, über das Windows Admin Center deployed mit den empfohlenen Standardwerten. Diejenigen, die nicht dabei waren, können sich einfach vorstellen, wir haben hier ein frisch deploytes Azure Stack HCI Cluster mit zwei Knoten, wo noch nichts weiter konfiguriert wurde. Also es sind wirklich nur die zwei Knoten da. Das können wir uns nochmal anschauen. Wenn ich hier auf die Servers gehe und aufs Inventory, dann sehe ich meine zwei Serversysteme hier. Und wenn ich jetzt mal in der Configuration auf die Settings gehe auf der linken Seite, dann sehe ich an der Stelle, dass wir in dem Bereich Azure Arc, also ich bin im Configuration, Azure Arc, im Overview, sobald der geladen ist, die Info haben, dass hier noch keine Azure Arc-Integration stattgefunden hat. Das ist noch ausgegraut an der Stelle. Da müssen wir jetzt zusammen erst konfigurieren. Wichtig ist, solange die Azure Arc-Integration nicht vorgenommen wurde, können wir bei Azure Stack HCI keine neuen Workloads anlegen. Bedeutet, ich könnte jetzt zwar ein Volume konfigurieren auf diesem Azure Stack HCI-Cluster, das geht, wenn ich dort ins Inventory gehe und sage, ich hätte gern ein neues Volume. Das passiert ja lokal auf meiner Hardware und ich hätte gerne ein Volume mit einer Größe von einem Terabyte. Volume 01, das würde ich gerne erstellen. Mache den Creating Volume. Dauert kurz, bis das Volume da ist. Das Windows Admin Center arbeitet ja so, dass das Kommando zum Erstellen des Volumes losgeschickt wird. Dann wird das Volume erstellt und dann erfolgt ein Refresh. Das heißt, das Volume ist schon da. Ich sehe es bloß noch nicht. Jetzt kann ich entweder kurz warten. Oder ich klicke halt mal auf den Refresh, dann ist es sofort da. Also Volume konnte ich erstellen, obwohl der Server oder dieser Cluster nicht in Azure registriert ist. Wenn ich jetzt allerdings mal auf die Virtual Machines gehe und sage, ich möchte mal eine virtuelle Maschine erstellen, damit das
ordentlich ist, sollten wir ganz kurz in den Settings den Standardpfad ändern. Das machen wir mal schnell zusammen. Ich gehe hier mal rein und ich gehe mal über den Browser auf ein, ist auf Englisch umgestellt, brauchen wir Deutsch. Ich mache hier mal ein Backslash D201 -ASHCIN41, so müsste der heißen, Backslash C Dollar. Dort sehen wir ja im Cluster Storage unter Volume 01. Das ist das Volume, was ich gerade angelegt habe. Da könnte ich mal einen neuen Ordner anlegen, den nenne ich VMs hier an der Stelle. Ja, das sind meine Virtual Machines drin. Vielleicht habe ich noch einen zweiten neuen Ordner, den nenne ich Sources. Ja. Und jetzt gehe ich her und ändere im Windows Admin Center den Standardpfad unter Hyper-V-Host Settings General. Das hat noch nichts mit den hybriden Sachen zu tun. Das ist bloß, wenn sich jetzt jemand mit Hyper-V auskennt und zuschaut, was ich gleich mache, der wird sagen: Mensch, Manfred, wenn du die Pfade nicht anpasst, das kann gar nicht sauber funktionieren. Und deswegen möchte ich das an der Stelle kurz machen. Ich gehe also in mein Volume 1 rein und wähle dort VMs aus. Ja, und das mache ich hier unten auch. Gehe auf das Laufwerk C, gehe hier nach Cluster Storage, gehe ins Volume 1 und wähle die VMs aus. So, Pfad haben wir angepasst. Gehe ich auf Save. Jetzt werden die Änderungen gespeichert. Und wer mit dem Windows Admin Center schon mal gearbeitet hat, wer so ein Cluster-Konzept mit Storage Spaces Direct kennt, der wird sagen: Jo, jetzt müssten wir eigentlich eine VM anlegen können. Ich gehe also mal auf die Virtual Machines und sage, ich hätte gern eine neue virtuelle Maschine. Füge ich über ein Add New hinzu. Die nenne ich einfach mal CL40 VM01. Es wird eine Generation 2, zwei virtuelle Prozessoren. Vielleicht bekommt die 2 GB Memory, aber mit Dynamic irgendwas zwischen 0,5 und 2 Gig soll die sich bewegen. Network konfigurieren wir mal keins. Storage möchte ich hinzufügen und ein Installation Operating System möchte ich later installieren. Und ich klicke mal auf Create und warte, was passiert. Er nimmt das Kommando noch an für das Erstellen der virtuellen Maschine und arbeitet dort kurz. Achte hier in Creating Virtual Machine. Und jetzt kommt eine Fehlermeldung. Diese Fehlermeldung ist aber nicht besonders sprechend. Da steht hier, ich soll ins Eventlog reinschauen und so weiter. Diese Fehlermeldung bedeutet, der Cluster ist noch nicht bei Azure registriert. Wir hatten ja darüber gesprochen in den vorherigen Terminen, dass Azures der KCI bei Azure registriert wird, weil seine Prozessorkerne nach Azure meldet, um darüber die Abrechnung zu realisieren. Jetzt gibt es Möglichkeiten, zeige ich euch dann auch gleich, wo wir es konfigurieren, dass wir gar nicht pro Core zahlen, sondern dass wir zum Beispiel die entsprechende ja, Lenovo ROC-Lizenz haben mit einer Software Assurance dabei und dann sagen: Mensch, damit haben wir die Failover-Cluster konfiguriert und damit haben wir aber auch die Nutzungsrechte für Azure Stack HCI. Da brauchen wir die Software Assurance dazu. Das ist wichtig an der Stelle. So, alternativ kann man es Pay-per-Use machen über Azure. Jetzt gehen wir also mal rein und sagen, wir möchten diesen Cluster bei Azure registrieren, damit wir die hybriden Dienste nutzen können und damit wir auch endlich einen Workload darauf bringen können. Ich gehe also hier mal auf Azure Stack HCI Registration. Und an der Stelle klicke ich auf Register. Ich möchte diesen Cluster registrieren. Ich habe eine Subscription, die heißt bei mir Azure Sponsorship. Oh, die gibt es jetzt leider zweimal. Dann hoffe ich, dass ich die richtige habe an der Stelle. Dann gibt es West Europe. Und dann möchte ich eine neue Resource Group erstellen. Und zwar ist die neue Resource Group, die ich hier erstelle, ist meine RG ASHCI CL40. Eine Resource Group ist sowas wie ein Container, ein Ordner, also ein Strukturelement letztendlich, wo wir aber natürlich auch die Möglichkeit haben, dann Berechtigungen drüber zu pflegen und ähnliches. Also Azure Sponsorship, West Europe und so weiter. Da gehe ich jetzt mal auf Register.
Es dauert einen Moment. Denn was passiert? Wir haben gesehen, er wird in Azure registriert und es wird Azure Arc enabled. Und für Azure Arc muss ein Agent auf die Knoten runtergeladen werden. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier aussieht, ob wir hier den Cluster 40 schon haben. Den haben wir noch nicht. Ja, es kann jetzt bei mir eventuell der Showstopper sein. Ihr habt gemerkt, ich war so ein bisschen verwirrt, weil zweimal der Eintrag drin war. Sieht aber gut aus. Der ist successfully registered. Wenn ich jetzt hier einen Refresh mache, dann sollte ich bei Azure Stack HCI gleich einen neuen Eintrag sehen. Dauert noch einen Moment. Und ja, jetzt sagt er mir hier angeblich, der wäre registered. Das sieht aber noch nicht ganz gut aus, würde ich mal sagen. Wir gucken uns mal um, wir prüfen das mal an der Stelle, was denn auf den Knoten passiert ist. Ja, ich gehe noch mal auf meinen Cluster oder ich gehe vielleicht gleich auf einen der beiden Knoten drauf. Wenn alles richtig funktioniert hat, dann muss auf den Knoten der Azure Arc Agent installiert sein, der sogenannte Azure Connected Machine Agent. Und da schauen wir mal rein. Ich gehe mal auf die Installed Apps bei einem der Knoten, also das ist einer meiner beiden Cluster-Knoten und wir sehen, da ist noch nichts drauf. Jetzt mache ich das einfach nochmal, dieses Registrieren und vielleicht nehme ich einfach mal meine Partner Network Subscription, mache dort West Europe. Und sage, ich hätte gerne nochmal eine RGASHCICL 40. Die nenne ich jetzt mal 01, falls da gerade schon was erstellt wurde. Und wir machen nochmal Create New, gucken wir uns das mal an. Ist der Hintergrund hinter diesen Subscriptions? In Azure ist es ja so, dass wir für die allermeisten Dinge irgendwie Geld zahlen. Und wir haben unseren sogenannten Mandanten oder Tenant, also die Azure-Umgebung an sich. Und die Subscription ist letzten Endes die Abrechnungsdefinition innerhalb dieses Tenants. Und ich habe unterschiedliche Subscriptions. Ich habe eine, die aus dem Partner Network, wie wir gesehen haben, kommt, wo es ein monatliches Guthaben gibt. Ich habe eine durch meinen Microsoft MVP-Status, der ist gerade erneuert worden. Das könnte sein, dass dadurch eventuell die zweite Subscription hier reinkommt, weil die alte noch nicht abgelaufen ist. Und jetzt müssen wir mal schauen. Müssen wir mal auf die Registrierung warten. Ich hoffe, dass es jetzt gleich klappt. Wenn es nicht klappen sollte, geben wir ihm noch eine dritte Chance. Ich habe aber ansonsten auch einen vorbereiteten Cluster da, wo das alles schon konfiguriert ist. Sollte das in der Praxis nicht funktionieren, dann würde man es einfach nochmal probieren. Es kann auch auf der Azure-Seite mal sein, dass es entsprechende Auslastung gibt, wo das nicht umgesetzt werden kann. Es kann sein, dass ich mit meiner Internetverbindung irgendwie ein Problem habe. Wenn es gar nicht gehen sollte, ist es manchmal auch so, dass das Windows Admin Center in seinen Modulen einen Fehler hat. Ihr seht da oben drüber steht Preview, das ist also eine Vorschauversion. Das ist quasi das, was früher eine Beta-Version war. Dann gibt es aber immer die Möglichkeit, das auch über die PowerShell zu registrieren. Ja, also das wäre dann ein Plan B. Und da hatte ich jetzt noch nie Probleme. Das heißt, wenn es über die GUI nicht ging, dann konnte man immer alternativ noch über die PowerShell gehen. So, jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Da ist noch nichts da. Wir schauen mal auf den Server, ob sich da irgendwo was getan hat im Windows Admin Center bei den Installed Apps. Da ist auch noch nichts da. Ja, ihr drückt einfach mal mit mir zusammen die Daumen, dass es gut geht, auch bei den hohen Temperaturen. Ich habe das auf jeden Fall schon ganz, ganz oft gemacht. Im Regelfall funktioniert das, was ich in letzter Zeit öfter mal sehe, dass bei den hybriden Diensten übers Windows Admin Center man vielleicht noch mal ein oder zwei Versuche braucht. Ich hatte zum Beispiel vorletzte Woche mit einem Kunden einen Workshop mit mehreren Teilnehmern, wo wir das vereinzelt gesehen haben, dass es bei manchen beim ersten Mal geklappt hat, manche mussten das zwei, dreimal eingeben, obwohl die eingegebenen Daten richtig waren. Also spätestens jetzt bei mir im zweiten Durchlauf, wo ich mich für die Microsoft ja, Partner Subscription entschieden habe, muss das an sich funktionieren. Es dauert jetzt auch viel länger, würde ich sagen. Das ist schon mal ein gutes Gefühl. Er sagt, naja, lange dauern ist doch nicht mehr gut. Ja, in dem Fall schon, weil er muss, wie gesagt, hier die Apps installieren. Ah, da ist aber noch nichts da.
Und im Azure-Portal schauen wir mal, ob er da schon was hat. Da ist er, ja. Also das sieht jetzt besser aus als beim letzten Mal. Hier steht jetzt nämlich neu dieser Cluster 40. Da steht zwar ein rotes Schild dran, was sagt Not yet registered. Aber ich sehe schon mal, der hat meine Ressourcengruppe angelegt. Das heißt, er hat in Azure das Verwaltungsobjekt angelegt, wo jetzt alles, was zu diesem Cluster gehört, reinkommt. Und dieses Not yet registered heißt nur, der ist noch nicht ganz fertig. Ja, der braucht noch ein bisschen. Das ist aber okay. Also er arbeitet dran, er registriert immer noch. Wenn ich jetzt nochmal einen Refresh mache, ja, dann schauen wir hier mal, was bei den Apps auf dem Knoten drauf ist. Da ist immer noch nichts da. Wir geben dem einfach noch einen kurzen Moment an der Stelle. Sobald der registriert ist, möchte ich zusammen mit euch da in die Verwaltung reingehen, also einmal den Status im Windows Admin Center abfragen, also hier, wo er durch sein muss, und einmal dann auch letztendlich im Azure Portal. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, Mensch, was dem Manfred gerade passiert ist, das kann mir auch meinem Betrieb passieren, dass diese Azure Arc Integration plötzlich nicht mehr funktioniert, dass die Azure Stack HCI Registration plötzlich nicht mehr funktioniert. Das ist gar kein Problem. Denn wir brauchen keine permanente Verbindung zu Azure. Die Vorgabe ist, dass wir eine Connection nach Azure mindestens einmal alle 30 Tage haben. Jetzt gibt es natürlich Services, die ich nur nutzen kann, wenn ich eine bestehende Azure-Verbindung habe. Also sowas wie ein Azure Virtual Desktop kann ich nur aktiv nutzen, wenn ich eine bestehende Verbindung zu Azure habe. Aber der Azure Stack HCI Cluster, die virtuellen Maschinen, die ich dort bereitgestellt habe, die Kubernetes Container, die ich dort bereitgestellt habe, und so weiter. Also mein kompletter lokaler Workload, der läuft weiter. Der hat da überhaupt gar kein Problem damit, wenn die Internetleitung mal für ein paar Minuten, ein paar Stunden oder auch ein paar Tage weg ist. Alle 30 Tage bräuchte ich einmal den Connect danach Azure. So, er arbeitet noch, sagt immer noch, es wird ein paar Minuten dauern. Wir machen hier mal einen Refresh, steht immer noch ein Not yet registered. Wir schauen dort einfach mal rein. Und dann sehen wir, erste Informationen gibt es schon. Ja, ich sehe schon, wie mein Cluster hier heißt. Ich sehe schon, was der für einen Namen das Betriebssystem hat, was es für eine Version ist, was es für ein OS-Build ist. Ich sehe hier schon Aktivitäten, was ist denn dort alles passiert. Und das ist jetzt Azure Portal. Ja, ich bin hier im Azure Portal und sehe, also ich greife nicht mehr über das lokale Admin Center zu. Ich habe somit auch Zugriff auf mehrere meiner Cluster. Ich könnte hier zum Beispiel hergehen und sagen, Mensch, das war der Cluster, den wir das letzte Mal zusammen deployed haben. Lass uns doch mal auf so einen fertig konfigurierten Cluster drauf schauen, im Cluster 103. Und im Cluster 103 gehen wir mal auf ein Overview. Und dann werden wir sehen, dass ich hier weitere Informationen habe. Ich habe hier zum Beispiel bei den Knoten die Information, oh, das ist eine Lenovo-Hardware, ja, das ist eine ThinkAgile MX1020-Lösung. Ich sehe die Anzahl der Cores, ich sehe den Memory. Ich sehe dann hier so etwas, was sich Capabilities nennt. Also was ist denn für diesen Server alles konfiguriert? Ich sehe zum Beispiel in den Insights Monitoring-Daten für diesen Server. Ich kann jetzt also hergehen und sagen, Moment, wie schaut es denn aus mit dem Server? Gibt es irgendwelche Probleme? Beides sind healthy, alles fein. Wie schaut es mit den Virtual Machines aus? Eine virtuelle Maschine ist gestoppt, sieben laufen. Wie sieht es mit dem Storage aus? Der Storage ist healthy. Ich habe dort mehrere Volumes. Wenn ich mal runterscroll, dann sehe ich auch den Durchsatz und die Latenz. Alles im Azure Portal aufgezeichnet. Und das, muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde das eine super praktische Sache. Jetzt müssen wir nochmal schauen, ob unser Cluster hier weiter ist. Ich mache hier einen Refresh im Portal. Da steht jetzt ein Connected bei dem Cluster 40. Bei den Apps, wenn ich reinschaue und einen Refresh mache, ja, da ist er noch nicht durch. Das heißt, er hat den sogenannten Azure Connected Machine Agent noch nicht installiert. Und hier ist er auch noch am Arbeiten. Das dauert heute viel länger als üblich. Wir verzeihen Sie mal wegen, wir schieben es mal auf die hohen Temperaturen. Jetzt schauen wir aber mal auf unseren Cluster. Denn es gibt hier einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und zwar hatten wir darüber gesprochen, wie das Ganze mit der Lizenzierung aussieht. Wir haben hier in der Configuration zwei Punkte, die relevant sind. Also im Moment ist es so, ich habe diesen Cluster bei Azure registriert und ich habe weder das Azure Benefit noch das Windows Server Subscription Add-on aktiv. Bedeutet,
ich habe ein Pay-per-Use. Das heißt, ich zahle die ersten 60 Tage nichts. Die ersten 60 Tage sind kostenfrei. Ich muss den Cluster aber registrieren. Also das heißt nicht, dass ich ihn 60 Tage ohne Registrierung nutzen kann, sondern ich muss ihn registrieren, habe aber die ersten 60 Tage keine Kosten. Und dann würde ich 10 Dollar pro Kern pro Monat zahlen. Landet bei meiner Azure-Abrechnung. Je nachdem, was ich für ein Abrechnungsmodell habe, ist von der Kreditkarte abgebucht oder ich bekomme eine Rechnung dafür, wie auch immer. Wenn ich jetzt aber die Lenovo ROC-Lizenz habe plus Software Assurance, dann könnte ich hergehen und könnte sagen, ich habe einen Azure Hybrid Benefit und das möchte ich hier aktivieren. Mit dem Azure Hybrid Benefit schalte ich meine Azure Stack HCI Host Fee, die 10 Dollar pro Core pro Monat ist, schalte ich auf 0 Dollar runter. Das ist doch schon mal cool. Das wollen wir machen. Activate. So, und jetzt funktioniert das aber nur, wenn wir für diesen Cluster eine aktive Software Assurance haben. Und er sagt, oh nee, das tut mir leid, du hast keine. Wir konnten keine Software Assurance finden. Ich habe hier zwar eine Software Assurance, aber nicht für diese Umgebung. Wenn wir mal auf den Lenovo Cluster rüberschauen, na, da habe ich das konfiguriert. Wenn ich dort in die Configuration reingehe, ah, nee, Entschuldigung, ich habe es nicht konfiguriert. Ich dachte, ich hätte es konfiguriert, aber dann habe ich es auch dort nicht. Es ist sicher wieder durch die erwähnte Umstellung der MVP-Benefits gegangen, denn hier hatte ich eigentlich immer das Benefit aktiv. Dann erkläre ich es euch einfach kurz auf der Tonspur. Das läuft letztendlich so für das Azure Benefit. Wir müssen das einmal hier aktivieren. Damit reduzieren wir die 10 Dollar pro Kern pro Monat auf 0. Geht aber nur, wenn wir eine OEM-Lizenz haben mit Software Assurance. Also es ging auch eine Volumenlizenz mit Software Assurance, aber OEM plus Software Assurance ist da die beste Option. Und anschließend können wir auf die Server Subscription Add-on gehen und hier sagen, das hätten wir gerne. Und es wird uns dann auch für 0 Dollar angeboten, weil der Kunde mit aktiver Software Assurance braucht die Server Subscription nicht extra. Gut, das soweit dazu. Jetzt wollen wir uns den Status mal im Windows Admin Center anschauen. Mensch, der deployt immer noch. Der ist immer noch mit sich beschäftigt. Wir machen hier nochmal einen Refresh, ob er jetzt auf dem Knoten schon was installiert hat. Da ist er. Das ist unser Azure Arc Agent. Dieser Agent ist verantwortlich, dass wir aus dem Azure Portal heraus unseren Cluster ja bis zu einem gewissen Grad kontrollieren können, dass wir Policies anwenden können, dass wir den monitoren können, dass wir vor allem nachfolgende Agents, zum Beispiel für Azure Site Recovery oder für Monitoring und Ähnliches nachziehen können, die als Extension von dem Azure Connected Machine Agent kommen. Also dieses Element hier, Azure Connected Machine Agent, ist unser Azure Arc Agent. Jetzt ist er hier auch durch. Wunderbar. Er sagt successfully registered und wir sehen, die Seite hat sich komplett geändert. Jetzt sehen wir nämlich hier, der ist connected, der Cluster. Ich sehe meine Resource Group, ich sehe, der ist registriert, also er wurde korrekt registriert und er hat sich korrekt verbunden. Wir haben hier die Info, wann der letzte Sync mit Azure war. Wir haben die Info, wann der nächste Sync mit Azure ist. Wir haben die Information unserer beider Knoten, ging auch mit 3 oder 4 Knoten oder einem Single Node, also bis zu 16 Knoten sind ja möglich. Und ich habe da nochmal eine weitere Kategorie, die sogenannten Arc-Enabled Servers, wo ich dann den Arc-Enablement-Status meiner Serversysteme sehe. So, soweit Azure Arc einrichten, Status im Azure-Portal und im Windows Admin Center prüfen. Jetzt wollen wir die Azure Benefits einrichten. Es gibt Vorteile auf Azure Stack HCI, die wir nutzen können, die ansonsten nur Azure-Kunden zur Verfügung stehen. Ja, aber durch Azure Stack HCI können wir es lokal nutzen. Und genau das wollen wir mal konfigurieren. Das heißt, ich gehe hier wiederum in das Windows Admin Center und gehe dort in die Settings. Und in den Settings gibt es, wenn ich links ein bisschen runter scrolle, die Azure Benefits, also die Vorteile für Azure Kunden, die ich
auf diesen Cluster draufbringe, den ich dort letztendlich aktiviere. So, dann klicken wir hier auf Turn On. Und wir haben hier eine Info, Turn on for all existing VMs. Da ist einfach die Frage, möchte ich das für alle VMs einschalten? Er sagt hier gleich, naja, für später angelegte VMs musst du es aber sowieso später erstellen. Naja, dann klicken wir hier mal auf Turn on. Wir schalten das Ganze an. So, jetzt passiert einiges im Hintergrund, weil irgendwie muss er ja dafür sorgen, dass die Workload, also VMs, aber auch Container, verstehen, dass sie unter Azure laufen. Und das können wir erreichen, oder das erreicht Microsoft, indem ein spezieller Service auf den Clusterknoten läuft. Den kann ich euch auch gleich mal zeigen. Und über diesen Service wird ein Zertifikat bereitgestellt. Dieses Zertifikat wird regelmäßig erneuert und dieses Zertifikat sorgt dafür, dass sich diese Serverknoten gegenüber dem Workload verhalten wie Microsoft Azure. Ja, da würde ich sagen, gucken wir mal rein, ob das wirklich stimmt. Also im Moment konfiguriert er noch. Ich gehe nochmal auf einen der beiden Knoten und ich gehe hier mal auf die Services, auf die Dienste. Das ist hier die Sicht im Windows Admin Center, aber ich denke, das hat jeder schon mal gesehen. Wenn ich hier mal ein bisschen runterschaue oder durchschaue, dann sehe ich, hier gibt es einen Hybrid Instance Metadata Service. Und das ist genau der Dienst, über den wir sprechen. Sehen, da gibt es einige Azure Stack HCI-spezifische Dienste und da gibt es diesen HIMDS, Hybrid Instance Metadata Service. Und das ist der Dienst, der jetzt mit Azure spricht, der von Azure ein Zertifikat ausgestellt bekommt. Das haben wir auf jedem Knoten und der es somit ermöglicht, dass dem Workload vorgegeben wird, dass er unter Microsoft Azure laufen würde. Das ist natürlich die große Idee bei Azure Stack HCI, weil wir wollen ja die Möglichkeit haben, dort Azure Workloads bereitzustellen. Wer das übrigens nicht möchte, der muss die Hybrid Benefits nicht aktivieren. Wer jetzt sagt, nee, Azure Stack HCI ist für mich einfach ein Hyper-V-Host, ein Single-Server oder ein Hyper-V-Cluster. Ich möchte dort nur VMs bereitstellen. Diese Azure Benefits brauche ich gar nicht. Naja, dann ist das kein Thema. Dann kann man das machen. Wir sehen jetzt, das ist aktiv. Und wir sehen, wir haben ein Expiration Date am 10.8. Ja, wir haben letztendlich die Situation, dass wir einen Monat, also 30 Tage, diese Benefits nutzen können, auch wenn wir keine Verbindung zu Azure hätten. Das ist das, was ich eingangs sagte, dass wir nicht permanent verbunden sein müssen. So, jetzt haben wir die Azure Benefits aktiv, könnten somit jetzt zum Beispiel in den VMs Extended Security Updates nutzen, also Aktualisierungen, zum Beispiel für Windows Server 2012, 2012 Release 2, auch nach Oktober diesen Jahres bekommen. Oder wir könnten zum Beispiel Stand heute noch für Windows Server 2008 oder SQL Server 2008 Updates bekommen, die ja beide schon End of Support sind. Wir könnten zum Beispiel auch solche Dinge nutzen wie die Windows Server Data Center Azure Edition oder wir könnten zum Beispiel auch nutzen das Azure Virtual Desktop. Ja, sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber und haben ja nächste Woche einen gewissen Fokus drauf. So, jetzt haben wir ihn registriert, wir haben die Azure Benefits aktiviert, wir haben darüber gesprochen, wie wir die Lizenzierung aktivieren. Jetzt ist die Frage, was war denn das mit der Steuerung? Was habe ich denn jetzt davon, dass ich über das Azure-Portal plötzlich bestimmte Dinge kontrollieren kann? Dazu, um VMs auf meinem lokalen Cluster zu deployen und um neue Workloads zu erstellen, benötigen wir eine sogenannte Azure Arc
Resource Bridge. Die Azure Arc Resource Bridge ist ein Deployment, was ein bisschen länger dauert. Das kann ich jetzt leider im Rahmen dieser Stunde nicht live zeigen, weil das Azure Arc Resource Bridge Deployment alleine ungefähr 2 Stunden dauert. Letztendlich kann man so erklären, die Azure Arc Resource Bridge, die wir hier sehen. Wir sehen, ich habe 3 Stück, eine alte, eine 1.09, eine 1.012. Diese Azure Arc Resource Bridge wird repräsentiert durch eine virtuelle Maschine auf unserem Cluster. Also bei mir ist es so, dass dieses da meine Azure Arc Resource Bridge ist. Was habe ich davon? Was bringt mir das Ganze? Naja, diese virtuelle Maschine, die hier einen total kryptischen Namen hat, die habe ich nicht so angelegt. Die legt Microsoft für mich an. Da läuft auch kein Windows drin, sondern ein Linux. Und zwar eine Microsoft-Distribution, das sogenannte Mariner Linux. Das ist die Distribution, die von Microsoft gemanagt wird, die wir auch in Azure bekommen würden. Das ist dort rein deployed und das sorgt dafür, dass wir auf diesem Azure Stack HCI, ja, Cluster, ich erwähne es nochmal, geht auch als Single Node, eine Schnittstelle haben, die mit Azure spricht und die nicht nur Kommandos entgegennimmt, sondern die auch zum Beispiel Ressourcen entgegennimmt. Wenn wir uns nämlich hier mal anschauen, wie sieht denn meine Azure Arc Resource Bridge aus, dann gehen wir da mal rein und ich gehe mal auf mein Azure Stack HCI Cluster und ich wähle hier mal einen aus. Nehmen wir mal diesen hier zum Beispiel und ich gehe hier mal auf die VM Images. Dann werde ich gleich sehen, in den VM Images gibt es eine Liste von Images, die available sind. Ich könnte mir jetzt aus dem Azure Marketplace weitere Images herunterladen. Ja, weil die Idee ist natürlich, wenn ich jetzt eine virtuelle Maschine deploye, die ist relativ groß. Wenn das erst aus dem Azure Portal nach meiner lokalen Umgebung heruntergeladen werden muss, dann dauert das sehr lange und wird nicht viel Spaß machen. Wenn ich allerdings einmal hergehe und sage, ich hätte gern ein Image, was ich hinzufüge, und wir schauen uns das mal exemplarisch an, ich kann jetzt hier in die Gallery gehen und kann sagen, ich hätte gern ein Image aus dem Marketplace. Das sind diejenigen, die gerade angeboten werden. Da werden weitere dazukommen. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich lade noch so ein Windows 11 Enterprise Multisession herunter. Das ist im Moment noch in der Cloud. Könnte ich auswählen, herunterladen. Dann braucht das natürlich ein bisschen, bis das heruntergeladen ist. Jetzt habe ich dann aber die Möglichkeit, wenn der Download abgeschlossen ist, herzugehen und zu sagen, ich möchte eine virtuelle Maschine deployen und ich möchte exakt dieses Image verwenden. Machen wir das mal. Machen wir mal übers Azure Portal. Ich bin jetzt nicht im Windows Admin Center. Ich bin bei Microsoft im Rechenzentrum. Nutze aber das Azure Rechenzentrum nur als Steuerungselement. Ich habe eine Ressourcengruppe, die haben wir vorhin angelegt. Das war die RGASHCICL. Ja, da hat er wieder mal ein Sortierungsproblem. Haben wir die hier nicht drin? Sieht man, bei mir gibt es da sehr viele von verschiedensten Demo-Umgebungen oder auch Workshops. So, ich habe die vom 111er. Ich sehe meine RG hier tatsächlich nicht. Da machen wir uns kurz eine neue, dass wir das sauber haben. Ich nenne die einfach mal RG ASHCI CL40 minus VMs. Machen wir das mal so. Ja, machen wir eine neue Ressourcengruppe. Die virtuelle Maschine, die heißt ASHCI CL40 VM01. Was hätten wir gerne als Betriebssystem? Windows Server 2022, Data Center, die Azure Edition. Ich hätte gern 4 virtuelle Prozessoren. Ich hätte gern 8 GB Memory. Ich hätte gern den Memory statisch konfiguriert. Dann gehe ich als nächstes auf Disks. Entschuldigung, ich brauche noch einen Benutzernamen und ein Kennwort. Nehmen wir den Manfred und ein Kennwort dazu. So, Guest Management könnten wir hier noch aktivieren, damit ich hier für die Gast-OS-Betriebssysteme eine gewisse Automatisierung habe. Wir haben Disks, das ist nicht die OS-Disk, sondern zusätzliche Disks. Networking lasse ich mal offen, da könnte ich konfigurieren, wie das netzwerkseitig aussieht. Ich will auch keine zusätzlichen beschreibenden Felder, die sogenannten Tags, konfigurieren.
Und dann habe ich eine Zusammenfassung. Wir schauen mal ganz kurz auf den Cluster drauf. Das ist der Cluster, da gibt es die VM 01 bis 06. Ich würde mal sagen, ich habe die VM falsch benannt. Habt ihr mit aufgepasst? Nee, wir können die nehmen. Die ASHCI CL40 VM 01. Hatte ich jetzt einen Denkfehler, weil wir hin und her gesprungen sind. Wir sind gar nicht auf dem Cluster 40. Ist aber nicht schlimm. Wir erstellen die jetzt so. Wir werden hier dann eine ASHCI CL40 VM01 haben. Das ist ja ein reines Namensding. Letztendlich, ich erstelle die hier mal. Wichtig ist, dass wir gleich eine neue virtuelle Maschine sehen, die nicht im Azure-Portal erstellt wird, sondern bei uns lokal. Und das ist natürlich eine wunderbare Geschichte, wenn wir plötzlich die Möglichkeit haben, die Mächtigkeit des Azure-Portals zu nutzen, die Vorteile des Azure-Portals, ohne unseren Workload dahin transportieren zu müssen, weil der Workload auf unserer Hardware läuft. Und wer jetzt sagt, ja, ich habe vielleicht nur kleinere Kunden, kein Problem. Ich hatte ja mehrfach erwähnt, das geht auch mit einem einzelnen Server in der sogenannten Single-Node-Konfiguration. Jetzt sagt ja, aber ich habe ganz große Kunden, auch kein Problem. Wir können auf bis zu 16 Knoten skalieren. Ich hatte da ja schon einmal in einem unserer vorherigen Termine die ja, Systeme von Lenovo vorgestellt. Das ist nämlich ganz wichtig, eine zertifizierte Lösung zu nutzen. Meine Live-Demos laufen zum Beispiel hier auf dieser ganz kompakten Lösung. Ist eine HE hoch, eine halbe HE breit. Das heißt, zwei dieser Server bekommt man in eine Höheneinheit rein. Ist also für wirklich ganz kompakte Szenarien. Man sieht, es gibt hier aber auch die klassischen 1-HE-Server. Es gibt die 2-HE-Server-Systeme, zweiter Generation, dritter Generation Intel CPU. Also von daher, da sind wir absolut flexibel. Hier schon die vierte Generation Intel CPU, also die ganz aktuelle, dort schon entsprechend verfügbar. Gut, jetzt schauen wir mal, wie weit er ist, wie das Deployment der VM aussieht. Wir sehen in den Operation Details, der macht da irgendwas. Ja, also der ist da gerade am Arbeiten, gerade ist die Maschine created. Wenn ich jetzt mal auf das Portal zurückschaue und sage, ich möchte mal in meinen Azure Stack HCI rein, auf den Cluster 101 und ich möchte da mal auf die Virtual Machines schauen. Dann sehen wir bei den Virtual Machines, da gibt es die Maschine schon, ja, ASHCI CL40 VM01. Die hat aber nicht den Status Running, sondern die hat den Status Accepted. Das bedeutet, die Anweisung, diese VM zu erstellen, wurde akzeptiert und zwar vom Azure-Portal und der lokalen Resource Bridge. Das heißt, die lokale Resource Bridge hat gesagt, ja, ich habe alle Ressourcen, ich kann loslegen. Die VM selbst wird im Moment noch nicht da sein. Das heißt, selbst wenn wir hier einen Refresh machen, Failover Cluster Manager, gehe ich davon aus, dass diese VM noch nicht da ist. Das wäre nämlich sehr schnell. Aber wir schauen da einfach mal auch mal in ein paar Minuten rein und dann werden wir diese Maschine entsprechend da haben. Gut, alternativ natürlich immer im Windows Admin Center möglich, wo ich ja auch aufs Inventory schauen kann und wo ich sehen kann, Mensch, was ist denn dort als VMs eventuell da? Sehe ich entsprechend Running, sehe ich Stopped und ich sehe dann natürlich auch diese ASHCI CL40 VM01 Maschine an der Stelle. So, jetzt können wir noch ein bisschen mehr machen. Mein Failover Cluster Manager braucht gerade ein Momentchen. Wir nehmen mal die VM06. Die hat aktuell 8 GB Memory. Ja, wenn wir die hier mal auswählen, ich bin jetzt lokal übers Windows Admin Center verbunden. Die hat aktuell 8 GB Memory. Sehen wir hier 8 GB Memory, 8 virtuelle Prozessoren. Jetzt könnte ich das natürlich hier an der Maschine ändern. Ja, ich kann in die Settings gehen, ich kann diese Einstellungen verändern. Ich könnte aber auch mal für die VM06 ins Azure-Portal gehen. Ich könnte sagen, Moment, wählen wir doch mal die VM06 aus. Das ist eine Maschine, die ich schon länger mal deployed habe. Da sehen wir die gleichen Informationen. CPU Cores 8, Memory 8 GB. Und ich möchte jetzt diese Maschine einfach mal von der Größe her ändern. Gehe hier mal auf Size. Und ich sage, ich hätte gern Memory, vielleicht 12 GB und virtueller Prozessor Count,
Vielleicht 10 an der Stelle. Oder machen wir mal nicht zu viele Änderungen. Machen wir mal, lassen wir die 8. Wir ändern mal nur den Memory auf 12. Das ist noch Preview. Deswegen war ich gerade ein bisschen vorsichtig und hatte gesagt, lass uns mal nur eins ändern. Das heißt, diese Funktionalität ist noch eine Beta. Ja, das funktioniert aber schon sehr gut. Jetzt hier mal auf Save gehe. Sagen wir, er macht hier ein Editing Size. Was wir wissen müssen, Hyper-V, auch in Azure Stack HCI, könnte den Memory im laufenden Betrieb ändern. Ja, das ist gar kein Problem. Das Azure-Portal wird aber auch VMs in Azure zum Ändern von Memory und CPU immer ausschalten, Änderungen durchführen und wieder starten. Und das passiert hier auch, weil es ist ja für in Azure. So, er sagt, er hat die Size geändert. Wenn ich jetzt auf meine VM zurückschaue, diese VM 06 im Azure-Portal, dann wird er mir sagen, ah, die hat 8 virtuelle CPUs und die hat 12 Gig Memory. Aber im Azure-Portal könnte er mich ja anlügen und könnte das einfach irgendwie da reinschreiben, anzeigen. Wir sehen hier 8 Cores, 12 Gig Memory. Wenn ich ins Windows Admin Center schaue, stehen da noch 8 Gig Memory. Das ist aber ein reines Refresh-Problem. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal auf die Settings gehe und sage, wie schaut es denn eigentlich mit dem Memory aus? Dann lädt er das vom Host neu. Und dann sehen wir, der hat hier 12 Gig Memory drin stehen. Wenn ich jetzt zurück auf meine Virtual Machines gehe, dann müsste er auch dort in der Übersicht schon die 12 Gig anzeigen. Da dauert es aber sehr lange, bis in der Übersicht der richtige Wert drin steht. Und wenn ich jetzt nochmal die Einstellungen der VM lade, dann steht es dort auch drin. So, jetzt schauen wir mal die VM 06. Da haben wir sie. VM 06. Wir gucken mal auf die Einstellungen. Und wir sehen, wir haben jetzt die 12 Gig Memory. Und das ist natürlich schon sehr imposant, wenn ich aus dem Azure-Portal her plötzlich so VM-Konfigurationsänderungen vornehmen kann. Wir haben ja im Azure-Portal auch ein ausgefeiltes Rechtemanagement, das sogenannte Role-Based Access Control, wo ich genau definieren könnte, wer darf was, wo ich auch eine Möglichkeit hätte, solche Dinge dann entsprechend zu delegieren. Wir schauen mal, was unser neues Deployment macht. Es ist immer noch nur accepted in Anführungszeichen. Das heißt, diese VM 40 ist noch nicht fertig. Ich würde sagen, wir schauen mal zurück auf die Präsentation und schauen da gleich gegen Ende nochmal rein, ob die Maschine da ist. Letztendlich sind meine VMs 01 bis 06 genauso deployed worden, wie ich es gerade gezeigt habe über das Azure Portal. Aber es dauerten Moment, bis das Ganze umgesetzt ist. Wie gesagt, wir schalten mal um in die Präsentation und schauen da dann später nochmal rein. Was wir gesehen haben hier bei diesem VM-Workloads übers Portal verwalten, haben wir gemacht. Ich kann die natürlich auch starten, kann die beenden. Das Anlegen läuft gerade im Hintergrund. Da haben wir den Proof noch nicht, aber der kommt hoffentlich im Laufe der letzten 10 Minuten noch. Was wir letztendlich technisch gemacht haben, wir haben genutzt das Azure-Portal, haben über das Azure-Portal eine Azure Arc-Aktion angetriggert, wo Azure Arc entschieden hat, ja, das kann ich nicht ganz alleine, da brauche ich die Resource Bridge. Und zwar braucht er die Resource Bridge, weil ein Installations-Image involviert war, also die Installations-Bits und Bytes für den Windows Server, weil eine Disk involviert war, also die Betriebssystem-Disk. Deswegen sagt er, brauche ich die Resource Bridge dazu, diese VM, die ich gezeigt hatte mit dem ganz kryptischen Namen. Daraus deployt er ein VM-Image und baut eine virtuelle Maschine zusammen. Die hat natürlich eine virtuelle NIC, die hat natürlich einen Namen, die hat Speicherplatz und so weiter. Und das passiert jetzt aber alles auf unserem lokalen Azure Stack HCI. Läuft gerade im Hintergrund, schauen wir uns gleich an. Ich hoffe, dass er erfolgreich durchläuft, damit ihr mir das Ganze auch glaubt. Schauen wir uns gleich an. Was gibt es für weitere hybride Dienste für Azure Stack HCI? Und da steckt ganz, ganz viel drin. Also wenn wir vielleicht nochmal auf unsere Übersicht schauen, die wir anfangs schon mal hatten, dann geht es hier um so Dinge wie zum Beispiel ein Monitoring können wir nutzen, hybrid. Also Azure monitort unseren lokalen Cluster. Wir können die Security-Features über Azure nutzen. Wir können das Update-Management über Azure nutzen. Die Automatisierung, ja, dass wir sagen, Mensch, wenn Situation X auftritt,
auftritt, dann mache Folgendes, gibt es eine Automatisierung in Azure. Wir können Backup nach Azure machen, klassisches Backup oder Site Recovery an der Stelle. Wir können entsprechende Abhängigkeiten auswerten, Leistungsanalysen fahren. Wir können natürlich dann auch höherwertige Dienste nutzen. Und da gehören dazu auf jeden Fall Azure Kubernetes Services als ein Service, der schon verfügbar ist. Wenn es also nicht um klassische VMs geht, sondern über containerisierte Workloads. Und was im Moment noch eine Preview ist, wo wir uns dann das nächste Mal sehr intensiv drüber unterhalten werden, uns das auch mal anschauen werden, ist das Thema Azure Virtual Desktop. Warum ist das so interessant? Ich denke, viele von euch haben Kunden, die Remote Desktop Services einsetzen. Und Remote Desktop Services stecken natürlich im Windows Server. Die stecken auch im Windows Server in der Version 2022 und die werden auch in der nächsten Version des Windows Servers drinstecken. Windows Server V Next heißt der im Moment offiziell. Wir könnten mal sagen, naja, vielleicht heißt er dann Windows Server 20. 25 oder sowas oder 2026 waren ja jetzt immer so 3 Jahre dazwischen, also dann wäre es eher 2025. Aber der Name ist noch nicht definiert, ist reine Spekulation. Aktuell heißt der Windows Server vNext. Was wir wissen, dass auch dieser Windows Server vNext die Remote Desktop Services inkludieren wird. Die sind dort enthalten, können wir Stand heute schon testen. Da ist nichts abgekündigt. Aber die Remote Desktop Services haben so ein bisschen das Problem, dass wir natürlich auch in so einem RDS-Szenario Anwendungen nutzen wollen. Und Anwendungen sind eben ganz häufig so moderne Anwendungen wie ein Microsoft Teams oder ein OneDrive for Business oder überhaupt die Office-Applikationen aus dem Microsoft 365 Package heraus. Da haben wir das Problem, dass Microsoft sagt, für diese modernen Lifecycle-Produkte, also die, die kontinuierlich aktualisiert werden, bieten wir nur noch einen Support in Kombination im sogenannten Mainstream Support. Der Windows Server hat einen Long-Term Services Support oder eine Fixed Lifecycle Policy, wodurch der Server eigentlich 10 Jahre Support hat. Wir haben aber nur in den ersten 5 Jahren einen Support für die Nutzung der Microsoft 365 Applikationen. Und das ist natürlich ein bisschen Thema, denn wir haben in vielen RDS-Umgebungen die Office-Anwendungen aus Microsoft 365 heraus. Jetzt ist das nur Support bis Oktober 2026. Ja, das ist natürlich aus heutiger Sicht eine überschaubare Zeit, sind circa 3 Jahre, etwas mehr als 3 Jahre. Da könnte es interessant sein, eine Lösung zu suchen, die mir einen dauerhaften Support bietet. Und die Lösungen dafür wären eben die Nutzung von Windows 10 oder Windows 11. Also Windows 10 bitte nicht, Entschuldigung, nehme ich zurück, weil auch dort haben wir ja ein Support-Ende, was angekündigt ist. Aber Windows 11, ja, Windows 11 wäre die Wahl. Technisch geht Windows 10 auch noch, deswegen habe ich es da draufstehen. Also Windows 10 ist möglich, aber Windows 11 wäre die bessere Wahl. Und jetzt können wir natürlich lokal auf Hyper-V oder einer anderen Virtualisierungslösung ein Windows 11 Enterprise Multi-Session, Entschuldigung, Single-Session betreiben. Das heißt, jeder User hat seine eigene VM. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn jeder User seine eigene VM hat, dann wird es relativ teuer in Anführungszeichen. Also teuer in der Form, dass wir ja die vollen Ressourcen für jede VM benötigen und aber auch entsprechende Lizenzen für den Zugriff auf die virtualisierte Umgebung. Jetzt gibt es in Azure was sehr Interessantes, und zwar das sogenannte Windows 11 Enterprise Multisession. Damit habe ich ja vereinfacht gesagt einen Terminal-Server, der auf einem Windows 11 Client läuft. Also ich habe nicht die Situation wie bei klassischem Windows 10 oder 11 Pro oder Enterprise, dass ich mich entweder an der Konsole anmelden kann oder remote. Es gibt die eine oder die andere Session, nicht mehrere. Bei der Multisession habe ich mehrere gleichzeitige Verbindungen, die ich remote aufbauen kann, so wie ich das von einem Terminal Server kenne. Ich habe aber als Betriebssystem nicht Windows Server, sondern ich habe als Betriebssystem Windows Client. Gibt es exklusiv nur in Azure und auf Azure Stack HCI. Und das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Sache, wenn ich mir dieses Azure Virtual Desktop so als
moderne Alternative zu den Remote Desktop Services in mein eigenes Rechenzentrum holen kann. Weil bei Remote Desktop Services geht es eben häufig um das Thema Latenz und Netzwerkanbindung. Haben wir eine perfekte Antwort dafür. Wichtig, Azure Virtual Desktop auf Azure Stack HCI ist aktuell noch eine Preview. Wir werden uns das nächste Woche ganz intensiv anschauen, also im nächsten Webcast hier bei der Firma Bytec. Wir werden dort aber auch sprechen über die Möglichkeit der Remote Desktop Services, weil was mir ganz wichtig ist, das hier, was wir hier sehen, ist eine moderne Option. Heißt aber nicht, dass es die Remote Desktop Services nicht mehr gibt. Heißt auch nicht, dass die Remote Desktop Services keine Office-Unterstützung haben. Also da kommen wir nächste Woche ganz ausführlich dazu. Und wir werden auch darüber sprechen, welche Optionen es gibt, dort eine GPU reinzubringen, um die Leistung zu steigern. Jetzt zum Stichwort Roadmap der hybriden Dienste. Wir wissen, dass Azure Stack HCI einmal im Jahr aktualisiert wird. Wir erwarten die Version 23 H2 im Herbst diesen Jahres. Na, jetzt haben wir schon Juli, also da werden noch ein paar Wochen vergehen, dann haben wir die nächste neue Version. Wir sind aber nicht an diese Azure Stack HCI Versionssprünge gebunden für neue hybride Services, weil die hybriden Services werden ja aus der Cloud heraus bereitgestellt. Und wenn wir letztendlich von unseren Cloud Services neue Funktionalitäten seitens Microsoft für Azure Stack HCI freigegeben haben, dann können wir die nutzen. Es sei denn, es muss irgendwo was an der lokalen Architektur geändert werden. Und dann wird das typischerweise mit dem nächsten Versionsupdate realisiert. Es ist aber durchaus auch denkbar, dass es für solche Erweiterungen, zum Beispiel die GPU-Unterstützung, kam im unterm Jahr dazu, dass sowas auch schon mal in einer Version implementiert ist, zum Beispiel jetzt in 22 H2 und dann, sobald der hybride Service verfügbar ist, entsprechend freigeschaltet werden. Also da geht es kontinuierlich weiter, wie es Microsoft immer so schön nennt, eben als As-a-Service-Konzept. Jetzt, während ich noch Zeit für eure Fragen habe, würde ich nochmal rüberschalten. Falls es Fragen gibt, schreibt die gerne in den Chat rein. Würde ich nochmal rüberschalten und wir schauen mal, ob da was passiert ist. Und siehe da, da ist eine neue Maschine da. ASHCI CL40 VM01, wo ich mich vom Namen her vertan habe. Ich war der Denkweise in der anderen oder in der falschen Demo-Umgebung, ist aber überhaupt nicht schlimm, weil der Name ist ja nur ein Name. Wir sehen, die Maschine ist deployed, die hat 4 virtuelle Prozessoren, die hat 8 GB Memory. Jetzt sehe ich die auch im Azure-Portal nicht mehr als accepted, sondern wenn ich einen Refresh mache, dann steht die hier drin als running, die ist also da. Und diese Maschine ist lokal auf meinem Cluster bereitgestellt worden. Ich kann mich da drauf verbinden, da läuft ein Windows drauf, ist eine geniale Sache. Und so geht es mit ganz vielen Azure-Workloads. Ich könnte da jetzt natürlich noch einen SQL-Server reinbringen. Ich könnte dort containerisierte Workloads deployen. Das ist so die große Idee der zukünftigen hybriden Dienste an der Stelle. So, wenn es Fragen gibt, sehr gerne über den Chat. Ich sage euch ansonsten vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir haben am 18.07. den nächsten Termin, wo es um Azure Stack HCI, Lenovo Think Agile und GPU-Unterstützung, Remote Desktop Services und Azure Virtual Desktop geht. Also das, was wir so als einen möglichen hybriden Service jetzt kurz im Ausblick noch hatten, dort in ganz tiefen Detail, aber auch in Verbindung mit den Remote Desktop Services, die es ja weiterhin gibt. Da freue ich mich, wenn wir uns alle wiedersehen. Freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und allen, die sich jetzt schon verabschieden müssen, sage ich nochmal vielen Dank für die Zeit. Freue mich auf den Termin in der nächsten Woche. Und für diejenigen, die noch eine Frage haben, würde ich sagen, schreibt es einfach gerne in den Chat rein. Ich sehe das ja hier. Und dann würde ich versuchen, die noch zu beantworten. So, und natürlich ist auch Rückmeldung herzlich willkommen, da freue ich mich drüber. Da ist eine Rückmeldung schon, dass es spannend war. Das freut mich sehr. Hier sehe ich einmal im Teams einen Applaus. Von daher euch vielen Dank, einen schönen restlichen Tag und bis bald. Tschüss.